Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader Freunde. Hier von unserem Trader Four in Frankfurt. Der DAX hat seinen Einbruch vom Dienstag wieder gut erholt, ausgeglichen. Und Gründe dafür finden sich relativ viele, denn nämlich die Zahlen, die hier aufs Parkett gelegt worden sind, vor allem von Schwergewichten, die sorgen dafür, dass der DAX auch einen guten Rückenwind, eine Unterstützung hat. Nun hat er natürlich gestern diese Kurzfristrallye erstmal zu verkraften und deshalb geht es heute auch wieder ein bisschen seitwärts. Aber es sind einige Werte dabei, die relativ gut performen. Zum Beispiel die Deutsche Telekom, die ja eine kleine Atempause nach der Dividendenzahlung eingelegt hat. Die ist jetzt wieder ganz gut dabei heute, weil T-Mobile in den USA so tolle Zahlen gebracht hat. Und das zieht den Großkonzern natürlich letztendlich auch wieder ein bisschen nach Norden. Sieht ganz spannend aus. E.ON zum Beispiel auch nicht schlechte Entwicklung, haben allerdings noch keine Zahlen gebracht. Linde, ein Schwergewicht im DAX auf neuem Allzeithoch. Deshalb kann der DAX letztendlich auch gar nicht so weit nach unten gehen. Münchner Rück erholt sich auch ganz gut. Also DAX in der Breite relativ gut. Die anderen Indizes eher so durchwachsen. Freenet ist sicherlich auch ein Grund. Die haben ihre Jahresprognose bestätigt, dass die Telekom nicht ganz so schlecht abschneidet. Dann gab es noch die Nachricht, dass Grenke aus dem SDAX rausfliegt wegen der verspäteten Bilanzabgabe. Was ich allerdings noch nicht wahrgenommen habe, ist, wen die deutsche Börse dafür nachrücken lässt in den SDAX. Das werden wir dann halt noch sehen. Ja, das sind die Thematiken. Dann natürlich auch Kryptowährungsmarkt. Da ist eine ganze Menge passiert gestern. Relativ starke Bewegungen, die dann natürlich hin und wieder auch der einen oder anderen Kryptowährungsaktie entsprechend geholfen haben. Aber was natürlich noch viel spannender ist, ist natürlich der Impfstoffbereich. US-Präsident Biden hat nämlich gestern mitgeteilt, er findet das gar nicht so schlecht, wenn die Patentregelungen oder die Patent Möglichkeiten erstmal ausgesetzt werden für die Patentunternehmen, also Moderna, CureVac und dann auch BioNTech. Und das hat natürlich zu starken Kurseinbrüchen bei diesen Unternehmen geführt. Das ist dann auch das Thema, womit wir uns dann heute Nachmittag beschäftigen werden um 14.15 Uhr. Denn es ist natürlich von großem Interesse, wie geht es da weiter? Das ist ja nun mal eine Ansage, die Biden gemacht hat. Nun ist es ja nicht unbedingt so, dass, wenn man diese Ansage macht, nicht unter Umständen dann auch gleich daran gedacht wird, dass man den Impfstoffherstellern die Motivation für die Zukunft nimmt. Das heißt also, das Thema Ausgleichszahlungen, wie wird das praktisch umgesetzt? Das interessiert die Anleger natürlich auch, denn bisher hat das ja keiner so richtig auf der Rechnung gehabt, weshalb die Aktien gerade von BioNTech und Moderna so gut gelaufen sind. Aber vor dem Spiel ist nach dem Spiel im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben uns natürlich auch mal in den Indizes ein bisschen umgeschaut. Deshalb gehen wir gleich mal rein. Nasdaq Biotech Index, den hat es dann natürlich entsprechend auch erwischt, wie man hier sieht. Also deutlich diese Erholungsphase beendet und wieder auf die Tiefpunkte hier in Richtung Süden aufgesetzt. Das heißt Richtung 4.600 Punkte. Wir sehen, dass der Index sich hier in so ein Dreieck rein bewegt hat, das noch gültig ist. Tolerabel ist ja immer, wenn es ein bisschen rausläuft, also nach Norden und Süden, das ist durchaus okay, aber eben nicht zu weit. Wir werden uns dann entsprechend auch die Moderna-Aktie mal näher anschauen heute Nachmittag. Also nicht nur die, wir gehen da wirklich querbeet durch all das, was mit dem Impfstoffbereich zu tun hat. Und Moderna hat halt natürlich gestern auch kräftig nochmal eins drauf bekommen. Die Aktie also 6% im Minus vorbörslich, nochmal leicht jetzt ein bisschen runter. Wir haben hier auch einen Aufwärtstrend eingezeichnet. Die Aktie also durchaus noch mit Potenzial und zwar nach unten. Das mal für die Charts. Deshalb haben wir uns da auch ein Zertifikat rausgesucht. Das ist ein Short-Faktor-Zertifikat von Morgan Stanley mit der Kennnummer MC9WW3. Der Faktorgröße ist 3. Ja, und wie ihr gerade jetzt in dem Chart gesehen habt, ist das nicht nur bei Moderna, sondern bei BioNTech, zum Teil auch CureVac so, dass da noch Potenzial nach unten besteht. Das ist natürlich auf zweierlei Art und Weise abzuholen. Das kann man nämlich sowohl natürlich aktiv fahren, als dann natürlich auch passiv und sagen, unten hole ich es mir dann ab, wenn die bestimmte Marke erreicht ist. Wo diese Marken liegen und entsprechend auch bei anderen Aktien interessante Marken vorhanden sind, das besprechen wir heute Nachmittag 14.15 Uhr. Zertifikate Trade des Tages, seid dabei. Registriert euch unter heavytraders.live und wir freuen uns, wenn ihr dann einschaltet. Also bis dann.